Sackgeschichten. Herzlich willkommen zu den Sackgeschichten. Wir beantworten euch eure Fragen zu den Themen Sterben, Tod und Trauer. Heute geht es um die Frage: Braucht man zum Sterben einen Arzt? Dazu haben wir Besuch. Das ist Matthias. Er ist Leiter einer Palliativstation im Krankenhaus. Eine Palliativstation ist eine Station, die ganz speziell darauf eingerichtet ist, Menschen zu versorgen, die bald sterben werden. Hallo Matthias. Hallo Sarah. Schön, dass du da bist. Du bist darauf spezialisiert, sterbende Menschen als Arzt zu begleiten und zu versorgen. Aber braucht man denn zum Sterben überhaupt einen Arzt? Nein, Sterben ist ein ganz natürlicher Vorgang, für den man weder einen Arzt braucht noch ins Krankenhaus muss. Wenn ein Mensch stirbt, dann hören die Organe nach und nach auf zu arbeiten und derjenige schläft ein. Es ist nur ein ganz kleiner Teil von Menschen, die tatsächlich ärztliche Betreuung brauchen. Manchmal kann es helfen, wenn jemand dem Sterbenden und seinen Zugehörigen Fragen zum Sterbeprozess beantwortet und Dinge erklärt. Das ist oft sehr beruhigend. Aber das muss kein Arzt sein, das kann jeder machen, der schon Erfahrung mit Sterbenden hatte. Tut Sterben weh? Sterben tut im Grunde nicht weh. Die meisten Menschen sterben im Schlaf oder fallen langsam in ein Koma. Wenn die Organe aufhören zu arbeiten, kann es sein, dass Menschen unruhig werden, kurzatmig werden oder auch Schmerzen haben. Aber das lässt sich eigentlich immer gut behandeln. Es ist wichtig, dass man dann Ruhe bewahrt und nicht in Hektik verfällt. Es ist auch meistens falsch, den Sterbenden dann noch mit dem Notarzt in ein Krankenhaus zu fahren. Etwas anderes ist es, wenn ein Mensch an einer Erkrankung stirbt, die starke Schmerzen verursacht, wie manche Krebsarten. In den Fällen braucht dieser Mensch eine vernünftige Schmerztherapie, aber das von Anfang an. Was heißt denn das genau, Schmerztherapie? Ganz viele spannende Drogen, damit die Schmerzen weggehen? Einige der Schmerzmittel gelten tatsächlich als Drogen, wenn man sie ohne medizinischen Grund nimmt. Zum Beispiel Morphium oder Haschisch, die dann einfach berauschen und betäuben. Die meisten Menschen finden es eher schlecht, ihre letzten Tage nicht bei klarem Bewusstsein zu verbringen. Von daher war das ein echter Fortschritt, dass Schmerzmittel und Dosierungsmethoden gefunden wurden, die die Schmerzen lindern, ohne das Bewusstsein zu trüben. So können Sterbende an ihrem Lebensende noch Dinge tun, die ihnen wichtig sind. Sie können mit ihren Zugehörigen in Kontakt bleiben und sich bewusst verabschieden. Das ist nämlich das Wesentliche, das, worum es geht. Wusstet ihr schon? Zur Behandlung von Schmerzen und Beschwerden gehören nicht nur Medikamente, sondern auch Physiotherapie, Einreibungen und Umschläge, Gespräche oder Musiktherapie. Alles, was einen Menschen, der Schmerzen hat, stärkt und entlastet. Palliativärzte gibt es nicht nur in Krankenhäusern. Im Gegenteil, die meisten haben eine ganz normale Praxis. Sie kommen dann zu den Menschen, die sie begleiten, nach Hause. In der Palliativversorgung ist Teamarbeit besonders wichtig. Ärzte, Pflegekräfte, Zugehörige, Physiotherapeuten, Seelsorger, Psychologen und viele andere arbeiten eng zusammen. Warum ist das wichtig? Sterben ist immer etwas Neues. Wir können es nicht üben. Es gilt, Unsicherheiten und Ängste anzusprechen, auszuhalten und vielleicht zu mildern. Verlässliche Unterstützung und Ruhe sind dabei besonders wichtig. Palliativversorgung erhöht die Lebensqualität von Sterbenden und verlängert dadurch oft das Leben. Die Tage am Ende des Lebens sind genauso wichtig wie die am Anfang oder in der Mitte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure E-Mails. Die Adresse ist post@sackgeschichten.de. Alles Gute und tschüss, bis bald.